Willkommen, willkommen aus Berlin. Mein Name ist Balasch und die IFA steht vor der Tür. Ende des Sommers geht es dann los mit vielen neuen LG-Produkten. Am Anfang des Sommers sind natürlich Bluetooth-Lautsprecher wichtig. Deswegen könnt ihr von LG jetzt zum Beispiel die PK3, PK5 und PK7 schon auf Amazon kaufen. Unten findet ihr die Links mit verschiedenen Technologien, die integriert sind, aber alle mit schönem Sound, mit Zusammenarbeit von Meridian Technology. Das ist eine britische, bekannte Firma. Bei dem kleinsten haben wir zum Beispiel noch keine Lichteffekte. Bei den zwei größeren haben wir dann schon Lichteffekte. Dafür ist der kleinere im Wasser. Mit der IPX7 Zertifizierung kann man ihn sogar einen halben Meter tief, eine ganze Stunde lang oder eine halbe Stunde lang, einen Meter tief so rum, dann auch eintauchen. Wir haben passive Membranen an der Seite, also wenn wir basslastige Musik abspielen, sehen wir an der Seite, dass es ein bisschen vibriert. Vorne kommt bis zu 16 Watt an Sound raus, 12 Stunden lang maximale Spieldauer haben wir hier. Wir haben Enhanced Bass hier, ähnlich wie bei Sony, als extra Knopf mit dabei und auch der Google Assistant ist hier ansteuerbar mit einer separaten Taste. Hinten wird er per Micro-USB geladen und auch per Kabel kann man ihn ansteuern, also man muss nicht über Bluetooth Musik hören und er kostet ungefähr 100 Euro. Gehen wir weiter zu etwas stärkeren Rangehen, nicht nur noch 16, sondern gleich 20 Watt stark, bis hier der PK5. Und der hält auch ganze 15 Stunden, nicht nur 12 Stunden und hat natürlich diese Lichteffekte noch mit dabei, ist aber nur noch IPX5 zertifiziert, heißt Strahlwasser, also in der Dusche könnt ihr ihn hinstellen zum Beispiel oder auch im Regen draußen stehen lassen. Ähnliche Technologie hier mit dem passiven Bassmembranen an der Seite, wir können ihn schon so ein bisschen festhalten an der Seite, das ist auch ganz cool, weil man kann ihn an jeder Ecke irgendwo hinhängen. Hinten kann man ihn genauso per Micro-USB und per 300 mm Kabel dann auch nochmal anschließen und fest dazu übrigens mit Sound Samples Polygon auch noch. Separat, hier ist nur gerade ein bisschen laut. Und dann haben wir hier auch noch den größten Kollegen, den PK7. Der hat auch die ähnliche Lichttechnologie mit drin, die gleichen Knöpfe wie der PK5. Hat aber schon bis zu 40 Watt Ausgangsleistung, also doppelt so viel wie der PK5. Allerdings bei den 40 Watt nur, wenn er an Strom angeschlossen ist, sonst nur 30 Watt. Aber auch bis zu 20 Stunden Laufzeit und auch IPX5 zertifiziert, also genauso Strahlwasser wie vorhin erklärt. Dafür können wir bei dem hier nicht mehr per USB laden, weil sie so stark ist, sondern wir brauchen natürlich stärkeren Strom. Deswegen 3,5 mm Anschluss. Und wie gesagt, man kann sie wunderbar tragen, mitnehmen. Und bald kommt der komplette Test natürlich auch noch dazu, hier zu der PK-Serie. Das war jetzt hier der 7er in meiner Hand, natürlich der größte von den dreien für ca. 250 Euro, 200 bis 150 Euro und dann 100 Euro und drunter hier der PK3. Schau auf Amazon einfach drauf, die Preise verändern sich ja ziemlich flexibel. Mein Name ist Balasch, das war neben der LG und die LG X-Boom-Serie von der Go-Variante von LG. Wenn ihr uns zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, auf den Kanal zu abonnieren und tschüss.